Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es drei richtig coole Funktionen in Photoshop, die ich immer wieder nutze und wo ich glaube, dass sie vielleicht noch nicht jeder kennt. Und gerade wenn du Anfänger bist, solltest du auf jeden Fall dranbleiben, aber auch für die Fortgeschrittenen sollte da was mit dabei sein. Also, ich bin natürlich gespannt auf euer Feedback. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und kommentiert unten in den Kommentaren. Social Media lebt davon, miteinander zu interagieren. Bevor es mit dem Video losgeht, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen zum Thema Online-Store. Da wird es nämlich nächsten Freitag ein neues Videotraining geben zum Thema Lightroom. Lightroom wird dir von A bis Z erklärt. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket, wo ich alles erkläre, wie man seine Fotos sortiert und verwaltet, wie man die Fotos bearbeitet. Es werden komplette Workflow-Videos mit dabei sein, also wo ich verschiedene Fotos wirklich von A bis Z bearbeite, wie du deine Fotos exportierst, wie du Online-Galerien erstellen kannst und so weiter. All das, was man mit Lightroom machen kann, ist in diesem Kurs vorhanden und ich freue mich natürlich, wenn du gerade als Lightroom-Anfänger diesen Kurs dir dann natürlich zulegen wirst und dann wirklich auch Lightroom richtig geil beherrschen kannst. Das Ganze wird released am Freitag um 20 Uhr, also halte da auf jeden Fall den Termin frei, denn da geht das Ganze dann online. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Drei richtig coole Funktionen in Photoshop, die ich immer wieder nutze und die wahrscheinlich noch nicht jeder kennt. Viel Spaß! Lass uns direkt starten mit dem ersten Tipp und das ist der RAW-Converter. Wenn ich jetzt hier so ein Bild geöffnet habe in Photoshop, dann habe ich ja meistens vorher in Lightroom schon meine RAW-Konvertierung gemacht. Und jetzt habe ich hier ein Bild aus Dubai, wo ich schon viel bearbeitet habe, auch mit Luminanzmasken und so weiter, Kontrastanpassungen gemacht. Und jetzt würde ich gerne nochmal so ein bisschen eigentlich diese RAW-Bearbeitung haben, weil ich zum Beispiel finde, dass ich hier den Himmel noch so ein bisschen abdunkeln könnte und so weiter. Das geht natürlich auch alles in Photoshop, aber viel einfacher ist es doch eigentlich mit dem RAW-Converter. Und genauso, wenn ich jetzt hier meine Blautöne noch ein bisschen bearbeiten möchte. Und das geht aber auch in Photoshop. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist mal alles, was ich bisher bearbeitet habe, auf eine neue Ebene zu bringen. Und das mache ich mit Shift, Alt, Command und E. Dann habe ich hier alles auf einer neuen Ebene. Und dann kann ich hier mal unter Filter gehen, Camera Raw Filter. Und dann kriegst du nämlich alles hier wieder, was du auch aus Lightroom kennst. Diese ganzen Funktionen hier, hier haben wir die Grundeinstellungen, dahinter geht es weiter mit der Gradationskurve, wir haben die Detailspalette hier, wir haben die HSL-Tabellen, wir haben hier die Teiltonung, die Objektivkorrekturen, die Effektepalette und natürlich auch die Kamerakalibrierung. Das heißt, all das, was wir in Lightroom haben, gibt es tatsächlich auch so in Photoshop. Und zwar nicht nur am Anfang, wenn du eine RAW-Datei öffnest, sondern auch viel später, wenn du mit der Bearbeitung tatsächlich schon fortgeschritten bist. Auch dann kannst du zurück in diesen Filter gehen und hier deine Sachen wie ganz normal in Lightroom auch bearbeiten. Und das ist eine sehr, sehr coole Sache, weil vieles geht halt einfach einfacher mit dem RAW-Converter. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt hier meinen Verlaufsfilter, der ist hier oben, und ziehe jetzt hier mit gedrückter Shift-Taste einfach einen ganz geraden Verlaufsfilter hier nach unten. Und dann werde ich jetzt hier die Belichtung einfach mal ein bisschen niedriger machen. So, gefällt mir schon ganz gut. Die Tiefen will ich natürlich nicht aufhellen. Ich möchte hier einfach nur meine Belichtung so ein bisschen runtersetzen. Und das geht halt hier in dem Camera Raw Filter sehr viel schneller, als wenn ich das in Photoshop mache. Und zack, bin ich fertig. Der zweite Tipp in Photoshop sind Color Lookup Tables oder kurz gesagt auch LUTs. Die findest du hier in der Korrekturenpalette und hier gibt es ein Feld, das heißt Color Lookup. Und wenn ich jetzt hier mal draufklicke, dann kann ich jetzt hier verschiedene Sachen mir hier reinladen. Ich habe zu dem ganzen Thema LUTs auch schon mal ein Video gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Schau einfach mal in den Kanal rein. Das ist, glaube ich, das vorletzte Video. Und da habe ich dir auch ein Programm vorgestellt, mit dem du das Ganze machen kannst. Aber es funktioniert, wie gesagt, hier auch in Photoshop. Und hier kann ich mir verschiedene Sachen laden, wie zum Beispiel Blacklight Poster. Ja, da sind dann jetzt so verschiedene Effekte hier. Das ist natürlich alles jetzt ein bisschen sehr übertrieben hier. Aber erstens hat man die Möglichkeit, dass man das Ganze hier von der Deckkraft verändert, hier auf der Seite dann. Aber auf der anderen Seite kann ich mir natürlich jetzt hier auch selber Profile laden und ich kann diese Profile auch selber erstellen. Und ich möchte dir jetzt mal ganz kurz zeigen, wie ich so ein Profil erstellen kann. Dafür werde ich jetzt hier das Ganze einfach nochmal löschen und werde jetzt hier einfach mal so ein paar Bearbeitungsschritte an diesem Bild machen. Das wird jetzt ziemlich randommäßig sein, denn ich mache jetzt hier keine große Bearbeitung. Ich möchte dir jetzt einfach nur mal kurz zeigen, dass ich jetzt hier ein paar Korrekturebenen anlege, wie zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Ebene. Die werde ich jetzt hier einfach mal auf 10% Deckkraft senken, einfach um das ganze Bild so ein bisschen zu entsättigen. Dann werde ich als nächstes eine Gradationskurve hier anlegen und so ein bisschen Kontrast noch aufbauen, indem ich hier so eine kleine S-Kurve aufbaue. Und als letztes könnte ich hier zum Beispiel noch eine Verlaufsumsetzung machen. Die kehre ich mal um.
Und dann setze ich das Ganze hier mal auf weiches Licht. Das muss man jetzt nicht großartig verstanden haben. Ich möchte dir einfach nur zeigen, ich habe jetzt hier so ein paar Korrekturenebenen angelegt. Was ich jetzt hier genau gemacht habe, hat nicht groß Sinn ergeben. Ich werde jetzt das Ganze hier auch von der Deckkraft nochmal so ein bisschen runtersetzen. Ich wollte dir einfach nur zeigen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das, was ich hier bearbeitet habe, als Color Lookup Table zu speichern und dann später auf andere Bilder wieder anzuwenden. Und wie mache ich das? Ich kann jetzt hingehen und sagen, Datei, exportieren und Color Lookup Tabellen. Und jetzt kann ich mir ganz nicht an der Beschreibung gehen. Ich nenne es einfach mal Edgy Look, wie auch immer man das schreiben möchte. Edgy Look. Ich kann jetzt hier noch die Qualität einstellen. Die stelle ich meistens auf hoch. Das heißt, ich habe 64 Rasterpunkte und ich möchte das Ganze hier als Cube-Datei speichern. Jetzt sage ich einfach mal okay. Jetzt werde ich gefragt, wo möchte ich das Ganze speichern? Ich mache das jetzt hier einfach mal auf dem Schreibtisch. Ja, habe jetzt hier keinen großartigen Namen vergeben. Das ist aber nicht weiter wichtig. So, jetzt kann ich das Ganze hier nochmal wieder löschen. Ich lösche jetzt hier einfach mal diese drei Einstellungsebenen, die ich hier genommen habe und sage jetzt hier Color Lookup. Und jetzt kann ich reingehen und sagen, ich möchte hier ein 3D-LUT laden. Ja, da klicke ich jetzt hier einfach mal drauf und dann gehe ich jetzt hier wieder auf den Schreibtisch und wähle die Datei aus, hier die Cube-Datei, die ich gerade eben erstellt habe. Klicke auf Öffnen. So, und jetzt haben wir genau diese Bearbeitungsschritte wieder da, die ich gerade eben auch gemacht habe. Nur ist das Ganze jetzt in einer Einstellungsebene gespeichert und nicht mehr in drei. Und außerdem kann ich das jetzt auf jedes Foto, was ich jemals öffne hier in Photoshop, immer wieder anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Serie geschossen habe aus vielen verschiedenen Bildern, die aber irgendwie alle gleich aussehen oder alle denselben Look bekommen sollen, dann kann ich einfach immer wieder dieses Profil anwenden und das ist richtig cool. Ich kann jetzt hier noch verschiedene Sachen einstellen, wie zum Beispiel die Datenreihenfolge, ob entweder RGB oder aber BGR. Ich lasse das hier meistens auf RGB stehen und genauso hier die Tabellenreihenfolge kann man auch zwischen RGB und BGR umändern. Ich lasse es jetzt hier meistens aber so, wie ich es habe und das ist der zweite Trick gewesen. Wie ich finde, richtig cool und von vielen wahrscheinlich noch so ein bisschen unterschätzt. Aber gerade wenn es darum geht, Looks zu erstellen, ist das eine richtig coole Sache. Der dritte Tipp geht um Farbkorrektur bzw. Farbänderung. Und da habe ich jetzt hier nochmal das gleiche Bild genommen, habe jetzt hier nochmal alle Einstellungsebenen gelöscht. Und ich könnte jetzt hier zum Beispiel mal sagen, ich möchte hier diese Blautöne in dem Oberteil ändern. Ja, da könnte ich einfach hingehen und sagen, hier Farbtonsättigung. Und ich denke mal, dass das hier die Cyan-Töne sind, die ich anspreche. Und dann kann ich die hier einfach mal so hin und her schieben. Ja, sagen wir jetzt einfach mal, wir machen eine krasse Änderung und das Ganze soll so einen Grünwert bekommen. Ja, sieht jetzt nicht sonderlich gut aus, aber für die Demonstration hier in dem Video ist das perfekt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass sich der Hintergrund hier auch leicht mitändert. Du siehst es vielleicht hier im Video nicht ganz so doll, aber wenn du mal genau hinguckst, der Hintergrund ändert sich hier von der Farbe auch so ein bisschen mit. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wie können wir das jetzt machen? Ich könnte jetzt zum einen hingehen und natürlich hier mit einer Maske das Ganze wieder auswählen. Ich kann aber auch direkt hier mal auf die Maske draufklicken. Dann öffnet sich hier in diesem Eigenschaftenfenster nämlich hier die Eigenschaften für die Maske direkt. Und dann kann ich hier sagen Farbbereich. Und jetzt kann ich hier eine Maske bestimmen, die genau auf den Farbbereich hier von diesem Shirt abgestimmt ist. Und jetzt kann ich hier mit der Pipette noch Farben hinzufügen. Also ich möchte jetzt hier wirklich alle Grünwerte mit drin haben. Ich klicke jetzt hier einfach mal so ein bisschen mit rein und hier auch nochmal so ein bisschen. Das sieht so schon ganz gut aus. Und jetzt muss ich hier natürlich gucken, dass ich hier den Umkreis, hier den Schein so ein bisschen rausnehme. Dafür werde ich jetzt hier die Toleranz einfach mal wieder so ein bisschen zurücksetzen. Das sieht so schon ganz gut aus. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass man das nicht zu viel macht. Aber so passt es schon ganz gut. So, und jetzt werde ich mal gucken, ob ich hier noch den Hintergrund wieder so ein bisschen wegnehmen kann. Mit einer Minuspipette hier. Das sieht so schon ganz gut aus. Und dann haben wir jetzt wirklich hier sichergestellt, dass wir wirklich nur noch das Shirt hier umgefärbt haben. Jetzt klicke ich hier auf OK und jetzt siehst du hier auch in dieser ebenen Maske, dass wir hier nur noch das Shirt haben. Hier so einen ganz leichten Rand haben wir hier noch, aber den kann ich jetzt einfach mit einem schwarzen Pinsel, mit einem schwarzen Vordergrundfarbe ganz einfach hier ausmalen. Ein kleiner Tipp noch mit dazu, stell mal den Modus von dem Pinsel hier auf ineinander kopieren bzw. weiches Licht und dann passiert nämlich nicht mehr, dass du hier über weiße Stellen aus Versehen rübermalst, sondern dann werden wirklich nur noch die Stellen dunkler gemacht, die schon sowieso ein bisschen schwärzer sind. Du hast es hier gerade gesehen an dem kleinen Oberteil hier, dass man da wirklich dann auch mal ein bisschen ungenauer malen kann, ohne dass hier die Weißwerte wirklich angegriffen werden. Aber so haben wir jetzt hier die Möglichkeit gehabt, dieses Shirt ganz simpel und schnell umzufärben, ohne dass wir jetzt hier groß selber in die Maske malen mussten, sondern das hat Photoshop ganz automatisch gemacht.
Das waren drei schnelle Tipps für Photoshop. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und natürlich auch kommentieren. Wenn dem nämlich so ist, dann werde ich weitere Videos dazu machen. Kleine, effektive Sachen in Photoshop, die ich selber auch sehr, sehr viel nutze und die erstens ein Zeitersparnis sind und zweitens, die wahrscheinlich noch nicht jeder kennt. Ich hoffe, dir hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ansonsten, wie gesagt, schau mal in meinem Online-Store vorbei. Da gibt es natürlich auch ein paar Videotrainings zu kaufen. Du unterstützt damit natürlich auch den Free-Content hier auf diesem Kanal und sorgst dafür, dass immer wieder hier auch kostenlose Tutorials kommen. Ich freue mich über dein Feedback und ansonsten sage ich viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren und bis zum nächsten Video. Ciao!